Du schmeckst zum Glück gut. Aber ich war gerade vorher an einem Ort, wo sie gegessen haben. Das heisst, ich fühle mich schon ein bisschen unwohl. Mhm, das verstehe ich sehr gut. Ich habe das auch, weil ich ein bisschen schwitze unter den Armen. Dann fühlt man sich auch unwohl. Du bist 14 Jahre mit deinem Partner zusammen, mit einem Jahr Pause. Wie sehen Sie es mit der Monogamie? Wir sind relativ monogam, würde ich jetzt mal sagen. So viel ich weiss. Ja. Auf meiner Seite, seitdem wir verheiratet sind, mindestens. Für mich muss es auch so sein, weil also meine Eltern sind so offene Beziehungen gelebt. Was? Wirklich? Aha. Ja, also wie? Ja, also wir sind einfach immer wie zu sechst unterwegs gewesen, anstatt zu viert, wenn wir in der Ferien waren. Okay. Irgendwie so wie, es ist einfach wie immer noch, mein Vater hat seine Freundin immer noch dabei gehabt, meine Mutter ihre Freund noch dabei gehabt. Und ich habe es als Kind so mässig lässig gefunden. Wieso? Ich habe das Gefühl, es funktioniert mega gut in der Theorie, aber in der Praxis ist dann gleich immer irgendjemand auf dem Abstellgleis, so irgendjemand verletzt. So habe ich es zumindest erlebt. Ja, das neue Album heisst «Nothing to hide». Mhm. Aber jeder hat ja etwas zu verstecken. Nein, ja, grundsätzlich merke ich, dass ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis oder allgemein, dass ich nicht so Mühe habe, damit über wirklich so persönliche Sachen zu reden. Es passiert mir recht häufig, dass die Leute auf mich denken, hoppla, das ist jetzt aber ein bisschen persönlich gewesen. Ist es dann aber so, wenn man dich neu kennenlernt, dass man sich so denkt, geil, too much information. Ich muss jetzt nicht wissen, wie dein Stuhlgang ausgesehen hat. Oder wie soll ich mir das vorstellen? Stuhlgang ist ein sehr interessantes Thema, gerade wenn man ein kleines Kind hat. Ja. Ich denke, es gibt sicher Leute, die das Empfinden haben bei mir. Gibt es da ein Beispiel? Also ich habe mich schon erinnert, eben mit 18 habe ich irgendwie eine Bar geschafft. Und normalerweise ist es ja so, dass dann, die vor der Bar hocken, eine Bartenderin ihr das Herz ausschütten. Ich glaube, bei mir ist es immer Änderung. Wirklich? Also, wie du, hast du dem das auch noch erzählt? Ich so, ja, ist auch ein bisschen interessiert. Und nicht, der hat jetzt nur sein Bier trinken. Man sagt über dich, oder du sagst über dich, dass du hyposensibel bist. Mhm. Merkst du zum Beispiel, dass ich den Eisprung habe? Nein. Was heisst denn das konkret, hyposensibel sein? Oh Gott, das hat so viele Facetten. Ich glaube, man hat einfach jetzt einfach gesagt, ein bisschen weniger die Fähigkeit, alles rundum auszublenden und sich nur auf etwas zu fokussieren. Man nimmt ständig ein bisschen alles wahr. Wie schmeckt jetzt das und was höre ich noch draussen auf dem Gang und wie sitzt die Lichter und wie fühlen sich echt die Leute hier hin und habe ich heiss, ja, ich schwitze, wie du fühlst echt du dich so. So ein bisschen das. Ich bin überzeugt, ich habe auch so Tendenzen zu dem. Ich mache zum Beispiel Gerüche, machen mich wahnsinnig. Mhm. Essensgeruch. Wenn ich in ein Restaurant gehe und ich schmecke das Essen, dann habe ich das Gefühl, jetzt schmeckt nachher jede meine einzelne Pore nach dem Essen. Mhm. Du schmeckst zum Glück gut. Und jetzt noch abschliessend, wie ist dein Stuhlgang?